Hallo liebe Freunde, willkommen auf dem Channel Furchtbares Gaming mit Kid Zero. Heute möchte ich mit euch Teams bauen. Und zwar einmal ein Team mit einem Dark Hero darin, weil ich die gerade neu habe, und einmal ein Team für das Double Critical 5 Turnier. Bei dem Double Critical 5 Turnier gibt es eine Besonderheit, und zwar ist es kein reines Draft und auch kein reines Constructed, sondern man bringt ein Team aus 9 Punkten mit und zieht dann blind aus einem Sack eine Dreierfigur, das ist eine Promofigur und schönerweise darf man die hinterher auch behalten, mit der sich das Team dann komplettieren lässt. Und unter diesen Dreierfiguren sind unter anderem die Amalia aus der Bruderschaft der Tofu. Ich glaube, der Adamai ist auch dabei. Hustrud ist auf jeden Fall drin. Ed Elgas und Arthur Biene auch. Der Tristamax kann kommen. Die Evangeline auch. Und natürlich der Hugo. Falls ich jetzt einen vergessen habe, macht das eigentlich nicht so viel. Denn es ging mir jetzt mehr so darum, die Idee zu erklären. Dabei ist es natürlich jetzt so, dass man ein Team mitnehmen sollte, in das sich eine beliebige Dreierfigur nahtlos einfügen lässt. Genau hier der Dark Vlad mit dem Reittier ist auch dabei. Oder wo es halt wirklich egal ist, welcher Dreier kommt, weil das Team an sich auch schon einige Stärken hat. Meine Idee diesmal ist wieder ein Opa-Team zu bauen. Das hat zwar auf dem DC4 nicht gut hingehauen, aber ich will es nochmal probieren. Und zwar lasse ich dann dabei den Divabirel raus. Der Divabirel ist da der Dreier in dem Team. Das ist meiner Meinung nach immer noch eine der stärksten Dreierfiguren, die es gibt. Vielleicht sogar die stärkste. Aber da streitet man vielleicht drüber. Der Mystic Tak zählt ja auch unter die stärksten oder wird als der stärkste gehandelt. Ich finde den Diva halt unheimlich gut und unheimlich stark, weil er halt diese starke Attacke hat, die zwei Schaden macht. Und ja, will er nicht zeigen. Gut, die hat noch einen Zusatzeffekt, die Ta Attacke. Und er kann ein Minion spawnen, nämlich die Schaufel. Und damit kann er Gegner wegschubsen oder Verbündete bewegen. Und das finde ich schon ziemlich stark. Wenn man ihn mit Henual bufft, kann er sogar zweimal angreifen. Das ist auch ordentlich. So, und ich denke, wenn man jetzt guckt, wenn man zum Beispiel dann den Tristamax zieht, das ist auch ziemlich gut. So geht das, okay. 4. Wenn ich den nämlich buffe mit Henual, kann er auch zweimal zuschlagen und das für 3. Und damit würde er dann schon also 2 Schaden mehr machen als der Diva. Leider hat er dann diesen Bewegungsmalus auf dem Gegner nicht. Das finde ich, macht halt den Diva plus die Schaufel eigentlich stärker als den Tristamax, aber dafür kann der Tristamax zwar nicht durch eine Schaufel bewegt werden, aber er kann sich selber noch weiter fortbewegen. Und er kann nämlich auch über Hindernisse springen. In Verbindung mit dem Speedbuff vom Rückzutritt könnte er also 5 Felder laufen und 2 Felder springen. Und frag mich nicht warum, aber ich habe einfach so ein Gefühl, dass ich den Tristamax ziehe. Andererseits, Arthur Biene, er kann sich selber noch Bewegung buffen und dabei heilen. Das ist ja schon mal stark. Er kann dreimal angreifen und das auch durch Hindernisse durch und mit einem rüstungsdurchbohrenden Angriff. Wenn er jetzt noch mehr Felder laufen kann, dann könnte er zum Beispiel ganz nach hinten durchlaufen, die Tentakel von einem Katar angreifen. Er könnte einen Heiler, der sich im Hintergrund hält, angreifen. Zusammen mit dem Buff vom Rückzugtritt halt. Ist auch eine starke Sache. Ed Elgas hat auch diesen rüstungsdurchbohrenden Schuss. Er kann sich
AP buffen, sodass er diesen Schuss häufiger machen kann. Wenn er dann vom Rückzutritt die Bewegung dazu kriegt, kann er auch wieder für den Gegner vielleicht unerwartet oder nicht voraussehbar weit laufen und dann auch so die Backline angreifen praktisch. Da haben wir also schon mal drei, wo sich die Kombination mit dem Rückzutritt und dem Heal lohnen würde. Ne? Wenn der Heal ihn bufft und er selber auch noch gebufft ist, ist auch wieder ein Angriff mehr eventuell. So. Beim Dark Vlad auf dem Reittier. Ja, der kann so schon drei laufen natürlich, wie fast jeder. Plus zwei vom Rückzutritt sind fünf. Und dann kann er sich da noch ein Feld nähern. Das heißt, er kann sich auch sechs Felder fortbewegen. Und je weiter er vom Rest des Teams weg ist, desto besser. Dann kann er nämlich diese Attacke benutzen, ohne jetzt die Einser zu killen oder den Hinual. Die sind ja nicht so stark im Leben, die haben alle nur 5 und sie würden am Anfang auch gleich noch 3 reinkriegen. Das ist natürlich schwierig. Die müssten sich dann wirklich zurückhalten. Der Rückzutritt hätte dann immer noch 8 Punkte, könnte eventuell dann sogar mal eine Runde in der Area stehen von diesem vom Flammenschock und dadurch den Schaden um einen erhöhen. Ansonsten ist es auch so, dass der Dark Vlad durch dieses Lebensdiebstahlsding sich selber auch wieder heilen kann und sich selber auch nochmal Geschwindigkeit bufft für die nächste Runde. Ich habe den schon mal zusammen mit einem Captain gespielt und da kriegt er ja auch Bewegung dazu. Und es ist schon stark. Also der Dark Vlad mit den richtigen dämonischen Belohnungen kann auch alleine ein Team ziemlich zerlegen. Okay, dann ja mit Adamai, gut, das ist jetzt nicht so sinnvoll dann, weil der Adamai, naja gut, er könnte das nur einmal die Runde sowieso machen, aber dann könnte er zum Beispiel, wenn er von Hinoa gebufft wird, kann er den Double Dragon zweimal machen, plus das Cheese, das wären ja auch immerhin schon mal 4 Schaden ohne Buff und ohne Crit. Also an sich gar nicht so schlecht. Ruhestrut. Beim Ruhestrut, ja, der kann, könnte dann, wenn er gebufft wird vom Hinual, kann er die herumwirbelnde Schaufel machen im Nahkampf, plus noch die Phantomschaufel, die allerdings auch durch Hindernisse durchgeht. Also er kann dann auch ein Gegner, der hinter dem Gegner, den er mit der Phantomschaufel schlägt, mit der herumwirbelnden Schaufel schlägt, auch noch mit dem Fernkampfangriff angreifen. Oder er könnte halt zweimal das, aber dann bringt ihm der Buff nichts mehr. Aber kann er vielleicht noch Gold sammeln. Okay, also bei dem ist es so, bei Amalia wäre für dieses Team sowieso sehr schwach. Da ihre Heilkraft nur in Verbindung mit einem anderen Mitglied der Bruderschaft der Tofu funktioniert. Amaya ist sowieso dadurch eben relativ schwach. Wahrscheinlich auch die schwächste Figur in dieser ganzen Draft-Geschichte. Gut, er hat so mit sehr kurzer Reichweite kann sie ein kreuzförmiges Wirkungsgebiet beschießen, zweimal. Oder eben zweimal einen verbündeten Crossmaster ziehen. Der bringt auch der Heal-Buff überhaupt nichts dann. Also wie gesagt, das wäre wirklich Pech. Bei der Evangeline, die könnte immerhin dann zweimal ihren zerstörenden Pfeil schießen. Das geht zwar nur in gerader Linie, aber wenn da eben einer steht, dann kriegt er mindestens 4 Grundschaden. Ne, plus Buff, plus Crits eventuelle. Und wenn sie vielleicht auch noch den Buff von dem Rückzutritt hat, kann sie sich natürlich auch dann besser in eine Position bewegen, wo das Sinn macht, diesen Pfeil abzuschießen.
gut. Sie hat dann zwar nicht diesen Bonus, den sie bekommen würde, also den Reichweitenbonus, den sie bekommen würde, wenn ein anderer Tofu mit, also ein anderes Mitglied der Bruderschaft dabei wäre, aber 5 ist ja auch noch okay. So, der Yugo. Yugo mit einem Heal-Buff könnte dreimal angreifen mit der Wakfu-Projektion. Leider hat er da auch diesen Bonus nicht, dass seine Zauber alle einen weniger kosten, wenn kein Mitglied der Bruderschaft sonst im Team ist. Und so sonst könnte er eben auch immer noch sich einmal teleportieren oder eben zweimal teleportieren in der Runde, dann nicht mehr angreifen oder eben einmal teleportieren und dann zumindest noch einmal angreifen. Da bringt es dann wieder nur diesen einen Angriff. Ne? 7, da bringen die 2 dann nichts mehr. Gut, aber wenn er erstmal dran steht, kann er dann dreimal angreifen. Das ist schon nicht schlecht. Wenn er dann eine Waffe hat, kann er zum Beispiel mit den Dolchen sogar viermal angreifen. Ja, bin nicht sicher, ob es sie jetzt alle hatte. Auf jeden Fall, ihr seht, bei den meisten der Figuren, die gezogen werden können, würde es durchaus Sinn machen. So, jetzt haben wir also den Rückzutritt mit einer Reichweite von 4 und einem kreuzförmigen Wirkungsgebiet. Also effektiv könnte er auch auf Reichweite 5 treffen. Er kann Gegner auch verlangsamen. Unter Umständen ist das auch mal nötig, damit der Gegner vielleicht nicht an die Kleinen so schnell rankommt. Der Ingo mit seiner großen Reichweite von 6 und dem Reichweiten-Malus auf dem Gegner ist natürlich auch einer der Fernkämpfer. Hinual hat immerhin einen rüstungsdurchbohrenden Angriff auf 4, den er auch ausführen kann, wenn er schon mit Hingabe gebufft hat. Der Rückzutritt, das sollte man nicht vergessen, kann halt immerhin mit der Mörderschaufel einmal angreifen und dann noch Beschleunigung buffen oder halt noch zwei Ziele ausbremsen mit dem Heal-Buff. Das kennt man schon von den OPA-Teams, das ist ja ganz normal, dass da der Heal drin ist eigentlich und ja, das ist halt so Standard. Gut, jetzt brauchen wir noch einen Einser. Und da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, was man da nimmt. Man könnte zum Beispiel den Uri nehmen. Der ist allerdings sehr langsam, aber das kann man halt ausgleichen durch den Buff vom Rückzutritt vielleicht. Er könnte einmal angreifen, trotz Hinual Buff, das bringt ihm also nichts. Und er hat eine effektive Reichweite von 5 und er klaut AP. Kann mal wichtig sein. Er kann damit zum Beispiel mehrere Einer, die auf einem Haufen stehen, außer Gefecht setzen, so in dem Sinne, dass sie in der nächsten Runde gar nicht angreifen können. Ein Kevin. Der Kevin ist halt so toll, der ist halt dieser super Finisher. Gegner, die nur noch einen Lebenspunkt haben, ja, kann er ziemlich sicher töten. Er kann ranspringen und dann rüstungsdurchbohrend noch einen Schadenspunkt machen. Wenn er das macht, kriegt er sogar noch einen GG mehr dafür. Also Kevin ist eigentlich so einer meiner Lieblinge wegen dem Schaden, den er macht. Was wichtig sein könnte auch, eben auch nochmal, um Gegner davon abzuhalten, die Ingos und Hinual so leicht anzugreifen, wäre die Liane Volley mit diesem Püppchen. Auch der würde der Hinual-Buff überhaupt nichts bringen, aber das ist bei den Einsern halt so. Faeris ist natürlich auch schön, wenn der Gegner dann doch rankommt, dann kann Faeris sich neben den stellen und dann kann er nur Faeris angreifen. Das ist ja auch immer klasse. Plus, dass Faeris sich selber heilen kann. Das heißt, wenn man den Dark Blood zieht, dann kann er sich wieder hochheilen und er kann auch mal in der Area drin stehen, so den Schaden vom Dark Blood buffen und sich dann wieder hochheilen möglichst. Macht also auch
irgendwie Sinn. Joel könnte sich selber verwunden lassen von dem Dark Vlad, indem er in der Area steht, beziehungsweise er kriegt ja auch schon Schaden von ihm. Das heißt, er würde mit 3 Lebenspunkten ins Spiel gehen, praktisch, so dass er dann einem Gegner schon wieder 3 Lebenspunkte abziehen könnte. Das ist ja auch nicht schlecht. Er muss halt nah rankommen und das wiederum könnte man erreichen durch den Schaden vom Rückzutritt. Durch den Buff vom Rückzutritt, Entschuldigung. So. Also auch der Jowl würde Sinn machen. Gut. Quentin Flash würde ich jetzt weglassen. Der macht zwar auf Range einigermaßen Schaden, ist aber sehr squishy auch. Obwohl er hat immer noch 6 Lebenspunkte. Das heißt, selbst wenn der Dark Vlad gezogen wird, würde er mit 3 starten, was natürlich ganz, ganz wenig ist. Plus, dass er sich selber auch meistens irgendwie Schaden macht, wenn er angreift. Und mit Pech tötet er sich dann sofort selbst. Das wäre echt nicht ganz vorteilhaft. So. Liane kann man halt benutzen. Die stellt ihr Blockpüppchen und bleibt dann hinten und sammelt Gold. Und gerät möglichst lange nicht in Gefahr. Wenn der Dark Vlad gezogen wird, hat es zwar auch nur noch ganz wenig Lebenspunkte, nämlich 3, aber sie würde dann einfach hinten bleiben. Die ist dann eher wichtig, um das Blockpüppchen zu haben. Kevin hat nur noch 2 Lebenspunkte dann. Den könnte man dann wahrscheinlich nur so einmal benutzen. Man springt dann vor, tötet etwas, kriegt dadurch einen Gewinngroschen mehr. Kann spielentscheidend sein. Er müsste sich halt vorher auch ganz hart zurückhalten und hinten stehen. Genau wie die beiden Ingos und der Henual. Das bedeutet so ein bisschen, dass man dann 4 Teammember hätte, die wirklich ganz, ganz arg angeschlagen sind. Und das ist irgendwie, ja, schwierig. Bei dem Faeris, der kann sich halt hochheilen. Und selbst wenn der Dark Vlad gezogen wird und auch wenn nicht, dann ist er nicht ganz unvorteilhaft. Die Puchan ist ja eigentlich ein sehr toller Crossmaster, weil sie eben werfen kann. Wenn aber der Dark Vlad gezogen wird und alle sowieso schon 3 Lebenspunkte weniger haben, dann irgendjemanden mit Puchan werfen zu wollen, außer dem Dark Vlad, wäre unklug, weil der dann auch nochmal einen Lebenspunkt verliert. Muss man eben gucken, der Dark Vlad ist kein Boss. Das würde also gehen. Aber wie gesagt, man würde alle anderen nicht werfen können. Deswegen lasse ich Puchan mal raus aus meiner Planung. Coa Julia hat für einen Einser eine recht hohe Lebenspunktzahl. Wenn Dark Vlad gezogen wird, würde sie mit 4 Punkten ins Spiel gehen und sie verwundet sich auch noch selbst, wenn sie zuschlägt. Coa ist allerdings auch jemand, den man sacrieurgemäß immer mal opfert. Dafür macht sie halt in einer Nahkampfattacke echt ordentlich Schaden. So, und die Coa ist halt auch so, ja, man kennt das so, man schickt die sowieso vor und die wird geopfert. Aber wenn sie dann auch gleich in der ersten Runde schon stirbt, könnte doof sein. Aber sie kommt halt mit dem Rückzutritt-Buff, käme sie auch wieder schneller an den Gegner ran. Gut, in meiner engeren Auswahl sind jetzt Liane, Faeris, Jowl und Coa. Den Uri lasse ich raus, denn wenn der Dark Vlad gezogen wird, hat er noch einen Lebenspunkt und ja, das ist einfach zu schwach. Gut. Womit fange ich mal an mit dem Testen? Ich denke, ich nehme mal den Faeris mit rein und lasse es mal so stehen. Gut. Das werde ich also testen und möglichst auch mit allen, also mit Jowl, mit Faeris und mit Liane Volley noch.
Und schau dann halt, wo es vielleicht am ehesten passt. Ja, ein Team mit einem Dark Hero. Da muss ich sagen, ich würde sehr gerne mal die Crow ausprobieren. Bei der Crow muss ich dann auch mal erstmal gucken, was sich da so dazu lohnt. Also, da sehe ich schon, wenn der einen Heal-Buff hätte, könnte er diesen zeigerförmigen Angriff dreimal machen. Das allerdings auch nur geradlinig ist. Er könnte zwei Raben spielen, plus noch den Abflug des schwarzen Raben machen, wenn er von Heal-Buff gebufft wurde. Ja, aber der dreifache Angriff ist natürlich nicht schlecht. Werde ich mal drüber nachdenken, während ich den Rest des Teams zusammenstelle. Zu dem schwarzen Raben dazu nehme ich gerne die Puchan. Er ist nämlich kein Boss, kann also auch geworfen werden. Oder nehme ich doch den Lucky. Könnte man mal ausprobieren. Es läuft ein Lucky dazu. Der ist auch vorher dran, das ist gut. Mit Lucky machen zwei Cores auch immer Sinn, finde ich. Mal mindestens einer, aber ich würde dann mal zwei probieren. Jetzt brauche ich noch irgendwas, was reichweitenmäßig noch Schaden macht. Und ja, der Hinwald. Nur für den schwarzen Rahmen, dass der dreimal angreifen kann. Ist so eine Sache. Hinual hat Initiative 6. Lucky hat Initiative 6. Also den könnte man sogar vor dem schwarzen Raben noch drankommen lassen und auch vor Lucky. Aber es ist halt so eine Sache. Ich kann dann den schwarzen Raben einmal buffen. Dann kann er mit dem Abflug des Raben komplett zurücklaufen. Kann ich ihn nochmal buffen. Lucky schiebt ihn wieder vor. Wäre vielleicht eine Sache. Da müsste man ihn nur ganz nach vorne in die Liste stellen. So, dann hätte ich noch 2 Punkte. Und für die 2 Punkte, ja, ich glaube, da würde ich einfach mal mit zweimal Ingo versuchen. So habe ich Reichweitenschüsse. Der Rabe wird reingeschossen, macht seine Attacken. Läuft wieder raus. Wenn ihm jemand hinterherläuft, können die Ingos dem eingeben und die Reichweite des Gegners halt verringern, sodass er, oder in der zweiten Runde müsste er dann näher rankommen. Das bedeutet, der Rabe braucht vielleicht nur einmal von Lucky geschossen werden und kann dann selbstständig wieder zurücklaufen. Die Koas können dann nach vorne, also eine Koa kann auf jeden Fall dann nach vorne geschossen werden. Ansonsten laufen die halt und sind immer gefährlich, denn wenn der Gegner zu nah rankommt oder sich so hinstellt, dass der Lucky eine der Koas an ihn ranschießen kann, gibt es erstmal 3 Schaden. Das ist also auch nicht ganz schlecht. Wenn es dann in den Nahkampf kommt, sind die Koas dabei. Der schwarze Rabe kann Gegner durch die Raben, die auch eine ziemlich hohe Laufreichweite haben, wenn ich es richtig weiß. Moment, die können laufen 4, ja. Da kann er auch hinter die Gegner postieren und dann können die den wieder einen Schritt zurückziehen. Und dann kriegt er wieder von den Ingos und so weiter. Könnte lustig sein. Ja. Und im Nahkampf der Hinwha mit seinem rüstungsdurchbohrenden Schuss ist nicht zu unterschätzen. Der Lucky kann im Nahkampf dann eben mit dem Eispfeil AP und BP klauen. Wenn er das schafft, einen Gegner, der näher rankommt, AP, BP klauen und das Team spritzt dann so ein bisschen auseinander. Die Koas geht drauf, der Rabe kann von etwas weiter weg attackieren. Also hört sich zumindest so mal gar nicht schlecht an. Das speichern wir auch. Ja. Damit werde ich sicherlich ein bisschen spaßig rumprobieren in irgendeiner freien Herausforderung oder mal in einem Turnier. Da wird es sicherlich auch ein Video zu geben, hoffe ich. Gut,
Das war's fürs Teambuilding, fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr fandet es interessant. Wenn ja, würde ich mich freuen. Über Daumen hoch ist klar. Wenn ihr andere Vorschläge habt, das ist mir immer am wichtigsten. Wenn ihr andere Vorschläge habt, Anregungen, entweder jetzt zum Inhalt dieses Videos, also wenn ihr sagt so, nee, die Figur würde ich überhaupt nicht nehmen oder das ist ja die total bekloppte Zusammenstellung, macht es mal anders. Hier ist ein Vorschlag. Schreibt es in die Comments. Super cool wäre das. Konstruktive Kritik ist immer willkommen und immer angebracht. Ja, das war es also erstmal fürs Teambuilding. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schaut mal wieder rein, euer Kid Zero.